Dominik hier, moin. Im folgenden Video zeige ich euch, wie ihr auf einer höherwertigen Diskstation, also in meinem Fall einer DS1515 Plus, DSM6 installiert und das neue BTRFS, auch B3FS, ButterFS, ButterFace, BetterFS genannt, installieren könnt und damit viele neue Funktionen des Dateisystems nutzen könnt. Mit DSM6 habt ihr aktuell in der Beta die Möglichkeit, alle 15 Plus und Aufwärtsserien mit dem BTRFS-Dateisystem, ich habe gerade schon die anderen Namen gesagt, zum leichteren Verständnis sage ich jetzt in diesem Video und folgenden Videos immer BetterFS, zu installieren und damit die neuen Funktionen nutzen zu können. Als kleines Beispiel, was kann das BetterFS denn im Gegensatz zum X4-Dateisystem? Nun, es ist ein wesentlich effizienteres Speichern von kleinen Dateien und Ordnern. Es beherrscht Schnappschüsse und Replikationstechnologien, die Datenkompression, Prüfsummen, Copy-on-Write, integriertes RAID und zeitpunktgenaues Recover, um nur einige Vorzüge dieses Dateisystems zu nennen. Zudem sind einige Business-Funktionen, so nenne ich sie einfach mal, der Diskstation hierfür nur ausführbar, wenn ihr dieses BetterFS-Dateisystem habt. Weitere Details dazu findet ihr einmal auf Wikipedia zum BetterFS-Dateisystem und natürlich auf den Synology-Webseiten, wozu das Dateisystem notwendig ist, also für welche Funktion. Ich habe hier meinen Synology Assistant schon offen, habe mir DSM 6 Beta in diesem Fall heruntergeladen. Wie das Ganze zu installieren ist, das erkläre ich jetzt nicht weiter, mache das einmal im Schnelldurchgang. Für Details dazu habe ich in einem anderen Video gezeigt, wie DSM 6 und eine Diskstation von Grund auf zu installieren sind. Die Installation von DSM 6 Beta ist abgeschlossen. Ich habe während dieser Installation kein Synology SHR RAID erstellen lassen. Das machen wir jetzt einmal manuell. Ich melde mich wie bekannt auf der Admin-Oberfläche das erste Mal an. Für eine Unternehmenskonfiguration einer Diskstation würde ich empfehlen, die DSM-Aktualisierungen nur herunterzuladen und selbst zu entscheiden, wann diese installiert werden sollen. Das ist Aufgabe des Administrators. Er muss selbst entscheiden und eventuell auf einer Test-Diskstation zunächst mal prüfen, ob alle Funktionen noch genauso funktionieren, wie sie vorher der Fall waren. Da ich hier den Einsatz einer Diskstation im Unternehmensbereich zeige, wähle ich auch diesen Punkt und sage Fertigstellen. Die DSM-Hilfe, die brauche ich mir hier nicht mehr anzeigen lassen und wie üblich möchte ich die Informationsleiste rechts haben. Dann gehe ich ins Hauptmenü und gehe in den Speichermanager. Machen wir das Fenster hier ein bisschen größer. Und ihr seht, ich habe zwei Festplatten aktuell in meine Diskstation eingebaut. Ich gehe zunächst auf Volume und möchte jetzt ein Volume erstellen. Ich sage hier schnell, da meine Einstellungen, die ich jetzt tätigen möchte, genau in diesem Punkt verfügbar sind, gehe auf Weiter, wähle alle Platten, die zu einem Volume zusammengeführt werden sollen. Das sind meine beiden Festplatten, gehe auf Weiter. Den Hinweis, dass alles gelöscht wird, kann ich ignorieren und mit OK bestätigen, das ist mir klar. Ich möchte auch eine kurze Festplattenprüfung vorher durchführen, das ist in Ordnung. Und an dieser Stelle installieren wir jetzt nicht mehr das X4-Dateisystem, sondern das BetterFS. Und ihr seht schon, was ich vorhin für Funktionen aufgezählt habe, wird hier auch wiederholt und es kommen einige Funktionen von Synology noch hinzu, welche unter X4 bisher nicht möglich waren. Ich klicke also auf Weiter. Die Beschreibung ist für mich in Ordnung, SHR und BTRFS. Gehe auf Weiter und sage Übernehmen. Unter den aktuellen Bedingungen, und ich weise darauf hin, es ist hier DSM 6 Beta, was wir im Einsatz haben, ist eine Migration von dem bisherigen X4-Dateisystem auf das BetterFS noch nicht möglich. Ob es möglich wird, kann ich an dieser Stelle nicht sagen. Sollte es der Fall sein, werde ich hierzu auf jeden Fall ein neues Video machen. Wenn die Prüfung der Platten und die Erstellung des Dateisystems fertig ist, habt ihr euer Volume mit dem BetterFS-Dateisystem und bietet damit die Grundlage für alle zukünftigen Videos, die für den Einsatz der Diskstation im Unternehmensbereich gedacht sind. An dieser Stelle sage ich wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!